Lohnt es sich für ein Jahr auf die Rente zu verzichten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich kann ab dem 1. Dezember 2019 eine volle Regelaltersrente von ca. 2.500 Euro beziehen. Ich habe gelesen, dass ich, wenn ich ein Jahr später in Rente gehen würde oder diese meine Regelaltersrente in Anspruch nehmen würde, dann würde ich 6% mehr Rente bekommen. Ich überlege also, ob es für mich günstiger wäre, erst zum 1.12.2020 in Rente zu gehen, also ein Jahr später. Dann würde ich ja statt den 2.500 Euro mit einem Schlag 2.650 Euro Rente bekommen. Wir haben jetzt mal die mögliche Rentenerhöhung zum 1.7.2020 außer Betracht erlassen. Gelassen. Also im Jahr 2020 150 Euro mehr Rente. Arbeitskollegen von mir haben dies auch so gemacht und freuen sich jetzt über eine höhere Rente. Die Zeit bis zum 1.12.2020 kann ich ja überbrücken, indem ich zum Beispiel meine Betriebsrente als Einkommen nutze und mein Angespartes. So eine Beratungsanfrage eines Mandanten vom Online-Beratungsportal rentenbescheid24.de. Und dann hinterher auch noch die Frage, lohnt sich das wirklich? Also offensichtlich war sich der Kunde da auch nicht so ganz sicher. Und hier nun meine Antwort aus rentenrechtlicher Sicht. Für mich steht fest, dass es sich für unseren Kunden nicht wirklich lohnen wird, ein Jahr auf seine Rente zu verzichten. Nur um dann später einmal eine um 150 Euro höhere Rente wirklich haben zu können. Das hört sich ja zwar gut an, 150 Euro monatlich mehr Rente, aber naja. Der Versicherte, der eine Regelaltersrente erst nach seiner eigentlichen Regelaltersgrenze beantragt, erhält für jeden Monat späteren Beginn einen Zuschlag von 0,5%. Das macht in unserem Fall, wenn ich 12 Monate später beantrage, 6% mehr Rente. Das ist logisch. Ja? Aber das ist aus unserer Sicht wirklich die einzig positive Antwort für unseren Mandanten. Nachteilig wirkt sich nämlich aus, dass er für ein Jahr auf sage und schreibe 30.000 Euro Rentenleistung verzichtet. Die Regelaltersrente ist eine Bruttorente, wie wir sie dargestellt haben, und das sind 30.000 Euro. Würden Sie auf 30.000 Euro freiwillig verzichten wollen? Rentenleistung? Stellt man dann die 150 Euro Rentensteigerung zum 1.12.2020 dem gegenüber, also dem Verlust gegenüber, na, dann wird es natürlich noch deutlicher, dass die Rechnung nicht aufgehen kann. Unser Ratsuchender müsste nämlich sage und schreibe 16 Jahre und 7 Kalendermonate länger leben, damit er den Verlust dieser 30.000 Euro vom 1.12.2019 bis zum 30.11.2020 zu kompensieren, um dann später einmal wirklich die 150 Euro mehr Rente genießen zu können. Also er erwirtschaftet erst nach 16 Jahren und 8 Kalendermonaten einen Gewinn über den höheren Rentenzahlbetrag. Und das ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht nicht mehr rentabel. Und zwar das Problem liegt schlicht und ergreifend darin, wer garantiert denn diesem Rentner oder diesem Ratsuchenden, dass er auch wirklich noch ab dem 1.10.2020 noch 16 Jahre und 8 Kalendermonate leben wird. Er ist ja schon dann 66 Jahre alt und noch ein bisschen älter. So, ob er dieses Lebensrisiko wirklich eingehen will, also dieses wirtschaftliche Risiko eingehen will, wissen wir natürlich nicht. Aber ohne Not sollte er nicht auf seine Altersrente ab dem 1.12.2019 verzichten. Aus unserer Sicht völliger Blödsinn. Steuerliche Fragen haben wir hier gar nicht betrachtet. Das ist ein anderes Thema. Aber er läuft noch möglicherweise in eine ganz andere Falle. Und da muss man aufpassen. Für dieses eine Jahr, wo er keine Rente bezieht und keine weiteren Arbeitseinkünfte hat, zum Beispiel aus Arbeitnehmerbeschäftigung und so weiter, müsste er sich freiwillig gesetzlich versichern. Das heißt also, er müsste aus seinem Ersparten, um zu überbrücken, auch noch die freiwillig gesetzliche Versicherung bezahlen. Er will ja seine Betriebsrente in Anspruch nehmen, das waren ungefähr 800 Euro, kann er sich auch nicht familienversichern lassen bei seiner Ehefrau, wenn er verheiratet ist. So, daher unser Tipp oder
auch ernst gemeinter Rat, bevor Sie wirklich freiwillig auf Rente verzichten, nehmen Sie den Taschenrechner in die Hand und rechnen Sie einfach mal durch, ob sich das wirklich für Sie lohnt. Ja? Es kann für denjenigen ein lohnenswertes Geschäft sein, der zum Beispiel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln will. Das kann sein. Denn wenn er nämlich nicht auf seine Rente verzichtet, sondern die Rente später beantragt, dann kann er nämlich möglicherweise über die Familienversicherung seines Ehepartners in die gesetzliche Krankenversicherung gelangen. Aber auch hier ist eine genaue Planung und Berechnung angesagt. Nutzen Sie deshalb unser umfangreiches Beratungs- und Berechnungsangebot von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.